Dieses Bild kommt dir sicherlich bekannt vor. Grünbelag auf den Pflastersteinen. Ziemlich nervig, doch du kannst das Ganze tatsächlich ziemlich einfach reinigen. Und wie genau das geht und womit wir das einmal machen, zeige ich dir jetzt in diesem Video. Schau es dir daher also unbedingt einmal bis zum Ende an. Denn alles, was du brauchst, ist etwas heißes Wasser und dazu nehmen wir dann Waschsoda. Falls du nicht weißt, wo du Waschsoda kaufen kannst, ich verlinke es dir einmal unten in der Videobeschreibung. Und zwar habe ich jetzt hier einmal ungefähr 600 ml Wasser in den Messbecher gegeben. Dieses sollte nicht komplett heiß sein, aber doch schon etwas wärmer. Ich habe es jetzt mit dem Wasserkocher einmal auf 60 Grad erhitzt. Und dazu kommt dann ein Esslöffel von dem Waschsoda. Das Ganze rühren wir einmal um. Sollte sich jetzt dann in dem Wasser auflösen, wenn es dann warm genug ist. Und dann kannst du das Ganze einmal in eine Sprühflasche geben. Oder eben gucken, dass du so einen richtig großen Sprüher für den Garten bzw. für die Pflastersteine hast. Je nachdem, wie groß eben die Fläche ist, wo der Grünbelag zu finden ist. Ich habe jetzt hier nur ein, zwei Steine. Deshalb benutze ich jetzt einfach nur so einen kleinen Sprüher. Da kannst du dann eben gucken, je nachdem, wie viel du eben damit einsprühen musst. Und jetzt trage ich auf jeden Fall einmal Handschuhe, weil Waschsoda ist schon sehr ätzend. Da solltest du aufpassen, dass du es nicht so an die Hände bekommst. Und dann können wir das Ganze einmal einsprühen. Ich sprühe jetzt hier die kompletten Stellen, wo der Grünbelag eben drauf ist, einmal ein. Selbst die Stellen, wo keiner drauf ist, den könntest du auch noch mit einsprühen. Und dann wird das Ganze dadurch auch einmal wieder richtig sauber. Wenn alles einmal richtig schön nass gemacht wurde, solltest du es ungefähr eine Stunde einwirken lassen. Und danach kannst du es dann etwas nass machen und dich hier an die Reinigung machen. Ich nehme jetzt dafür einfach so eine Bürste. Du kannst natürlich auch eine größere Bürste nehmen oder einen Besen mit etwas härteren Borsten, einen Schrubber, je nachdem wie groß eben auch die Fläche ist, die du behandeln musst. Und jetzt musst du hier einfach nur einmal rüber gehen und ich wende auch gar nicht groß Kraft auf, sondern gehe wirklich nur einmal rüber und wie du sehen kannst, löst sich der komplette Grünbelag hier auch schon relativ schnell auf. Beziehungsweise ich bekomme ihn halt sehr leicht jetzt von den Steinen einmal ab. Dann auch noch einmal mit Wasser abspülen und wenn das Ganze trocken ist, siehst du hier gleich einmal das Endergebnis. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen und es ist deutlich sauberer, als wenn du mit dem Hochdruckreiniger drüber gehst, weil danach hast du den ganzen Schmutz natürlich überall an den Wänden. Probier das Ganze unbedingt einmal aus. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich jetzt über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir doch gerne in die Kommentare, wie du das Ganze bisher gemacht hast und vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.